Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, willkommen zurück zu Cyberpunk 2077 an diesem wunderbaren, fast nicht rauschenden Donnerstag. Ich vermute mal ganz stark, dass hier irgendwo einfach Wasser durch die Gegend. Wobei, das Knacken hört sich nach Soundproblemen an. Ich rufe jetzt einfach mal das Auto. Und dann fahren wir mal woanders hin. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Vielleicht hört das dann ja auch woanders auf. Wobei, das wird nicht besser. Ich bin sofort wieder da. Ich guck mal ganz kurz in die Einstellung rein, weil irgendwie ist das dann doch... Warum auch immer. Nein, ich will nicht Video, ich will Sound. Da will ich hin. Es knackt schon mal weniger. Das ist ja supi. Hallöchen King, na? Willkommen zu... Ich muss noch spontan rausfinden, warum es gerade aktuell hart knackt bei mir. Weil irgendwie... Irgendwie nacktes hart. Was mir beim letzten Mal nicht aufgefallen ist, diesmal aber schon. Ich stelle jetzt einfach mal ein paar Sachen hin und her. Ich mache das Raytracing mal aus. Ihr hört's auch, oder? Das hat mit dem Alter zu tun. Kennst es doch. Man kommt ins knackige Alter. Nee, ich meine vom Ohren her. Knackig von Ohren her. Immerhin ist die Abwechslung ein Soundproblem. Ja, das stimmt. Hallöchen, Gutes. Aber eigentlich... Okay. Das muss ich jetzt nicht anwenden. Macht er das automatisch? Weil rein theoretisch müsste die Maschine das aushalten. Ohne zu knacken. Mal hier höher aus Third Person, achso. Video passt. Na gut, den HDR-Modus kann ich eh nicht ändern. Ja, dieses Knacken ist nicht richtig. Warum ist das Knacken da? Ich mach mal ganz kurz die Box. Nee, die Box brauche ich nicht anmachen. Das ist ja. Also, das lohnt sich nicht. Hier ist es nicht mehr. Und Hallöchen, Blacky. Na? Ich glaube, das war das Knacken, was du beim letzten Mal erwähnt hast, oder? Von dem ich jetzt aber nicht weiß, wo es herkommt. Hast du ein bisschen Rauschen, Knacken da? Das ist so wie früher. Wenn es in Boxen Stereoanlagen. Ja, genau, das meine ich. Das sollte eigentlich nicht da sein.
Oh, mache ich den Sound komplett aus? Klappt's? Warum knackt es? Das finde ich jetzt ein bisschen doof. Ich google mal ganz kurz. Vielleicht kriege ich hier spontan irgendwas. Da, 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 da. Ah, solche Probleme können Sie manuell schnell beheben. Wir zeigen es Ihnen. Cyberpunk neu starten. Wow. Verbindung Ihres Audiogeräts überprüfen, Audioeinstellungen unter Windows anpassen, Audiotreiber und Grafiktreiber aktualisieren. Jo, genau das, was ich tun wollte. Starten Sie Ihr PC neu und testen Sie, ob Ihr Soundproblem bei Cyberpunk 2077 gelöst wurde. Wow. Schließen Sie Ihr Headset am Computer per Kabel an und testen Sie, ob die Stimme hören können. Ja, das Headset ist per Kabel angeschlossen. Danke. Timbal, die Musiklautstärke weg. Habe ich schon. Hilft nicht. Wie du hören kannst. So, jetzt habt ihr wenigstens noch einen schönen Sound. Im Menü ist es auf jeden Fall nicht drin. Und können eigentlich von unpassenden Audioeinstellungen unter Ihrem Windows-System verursacht werden. Folgen Sie unter anderem Schritten. Das Standardformat ändern. What? Machen wir das noch mal live. Ich soll also das angeschlossene Audiogerät per Eigenschaften auswählen. Das da auswählen. Jo. Ja. Hier testet, hört man natürlich jetzt nichts, weil das nicht das Gerät ist, was laufen sollte. Alle anderen Wiedergabegeräte deaktivieren. Das wird schwierig. Dann wäre hier noch die Möglichkeit zu sagen: Raumklang, Windows Sonic für Kopfhörer. Das Knacken ist weg. Ja, dann muss ich noch meine Fenster wieder kurz arrangieren. Könnte sein, dass es Windows wieder rumspielt in Verbindung mit Cyberpunk 2077. Ja, eventuell, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das tatsächlich diese Einstellung oder so eine Einstellung ist. Naja, gut. Aber gut, dafür habe ich 2 Minuten früher angefangen, damit wir 10 Minuten später fertig werden. Oh Gott, hört sich das jetzt seltsam an. Aber da können wir jetzt, glaube ich, dran leben. Wenn ich das jetzt auch wieder ausmache. Hört sich's nicht anders an, aber das Knacken ist auch wieder weg. Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung unterwegs. Oder es kann sein, dass der Sound sich einfach gerade seltsam anhört, weil ich im Auto bin.
Ja, das hört sich besser an. Das liegt da an schallgedämpftem Auto. Macht ja auch Sinn. So, begib dich zwischen 18 und 6 Uhr in Lizzie's Bar. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Ah, 23.41 Uhr, da oben steht's doch. Ja, da, perfekt. Dann können wir doch mal direkt weitermachen. Oh, die soll da drüben rüber. Nicht hupen, dran vorbeifahren. Hey, Zuckerschnute. Wie wär's mit deinem heißen BD? Was habt ihr so? Was haben wir nicht? Traumfrauen und Männer. Synaptische A-Klasse. Hier gibt's keine ausgeleierten Virtu-Porno-Boy-Toys oder Gummipuppen. Unser Zeug ist Kunst. Das packt dein Herz und bläst dir die Sinne aus den Poren. Die reinste virtuelle Ekstase. Deshalb kommen die Leute her. Klingt ziemlich überzeugend. Das ist kein Werbespruch, sondern eine Warnung. Unsere Sachen sind maßgeschneidert. Nicht für Otto-Normalsynapsen. Denkst du, das verkraftest du? Maßgeschneidert? Verdammt, das klingt gut. Ich bin dabei. Mhm. Ein paar Sachen noch vorab. Unerlaubtes Aufnehmen ist streng verboten. Keine Drogen, kein Grapschen. Gefällt dir jemand, fass ihn nicht an. Wähle im Katalog, bestelle einen BD und verzieh dich in die Kabine. Sehe ich so grün aus, als würde ich nichts wissen? Mhm. Dann geh rein. Ja, ich glaube, wir sind auch nicht so weit gelandet. Oh, was für ein süßes kleines Gesichtchen. Ja, dann. Hey. Willst du was trinken? Nur so aus Neugier. Heißt die Besitzerin Lizzie? Schon lange nicht mehr. Nein. Ist keine angenehme Geschichte. Jetzt bin ich noch neugieriger. Echte Lizzie hatte hier früher mal ein Striplokal. Lizzie's Bar. Mädels gut bezahlt, versichert, hatten sogar Personenschutz. Alles in allem ein guter Laden. Oh, und dann? Lass mich raten, es blieb nicht so. Tiger Claws sind schuld. Ein Tiger hat eins von Lizzie's Mädchen schlimm zugerichtet. Lizzie hat ihm die Eier weggeschossen. Am nächsten Tag kam dann die Gang. Das war's für Lizzie. Aber am Ende haben die Tigers den Mox doch die Bar überlassen, oder? Sozusagen. Die Mox mussten einen Deal zustimmen. Aber sie haben einen kühlen Kopf bewahrt und sich organisiert. Susie Q hat jetzt das Sagen. Aber das Schild bleibt. Andecken. Und das Geschäft läuft immer noch. Ist doch mal was Schönes. Was habt ihr auf der Karte? Ja, ich kann immer meinen Junk verkaufen. Zack. Und wenn ich mir das so ansehe, sollte ich ihm nicht nur den Junk verkaufen. Verdammt. Kann ich ins Inventar? Ja, ich kann ins Inventar. Sehr schön. Eine Handfeuerwaffe haben wir zufälligerweise nicht, die besser ist. Ist das HAS 3? Das ist HAS C. Also HAS 2077 sogar. Ansonsten für das Ding haben wir auch nichts Besseres. Da haben wir was besser schützt. Das nehmen wir mit. Und Hallöchen Otter natürlich. Ich meine, Zippidi Otter. So. Was habt ihr auf der Karte? Jetzt können wir den restlichen Scheiß verkaufen. Das Ding können wir auch verkaufen. Jo.
Das Ding bleibt. Das Ding ist episch. Will ich es behalten? Ja, ich behalte es jetzt einfach mal als Andenken. So. Dum, 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 dum. Schon haben wir ein bisschen mehr Geld. Ich suche Evelyn Parker. Ist sie gerade da? Wer fragt? Ich bin Vi. Bin hier mit ihr verabredet. Ist mir dein Vergnügen, Vi. Ich bin Matteo. Aha. Ist ja schön. Und Evelyn? Der Club ist groß. Du wirst schon selbst nach ihr suchen müssen. Ist schon gut, Matteo. Ich hab sie erwartet. Oh, Gratisgetränke. Sehr schön. Ich wusste gleich, als du reingekommen bist, dass du es bist. Gratisgetränk. Sippidisat. Nichts geht über Sensor. Aber woher weißt du das? Ich kenne gern die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Vielleicht habe ich aber auch nur gut geraten. Warum treffen wir uns hier? Gibt's da einen speziellen Grund? Das scheint mir irgendwie nicht deine Art von Laden zu sein. Das nehme ich mal als Kompliment. Komm mit. Ich weiß, wo wir reden können und uns keiner belauscht. Wir sind in der Lounge, Matteo. Wenn jemand fragt, wir sind nicht da. Ich habe noch ein halbes Glas. Ich darf nicht. Darf ich jetzt? Der gute Schnaps. Na ja, gut. Dann laufen wir hinterher. Okay. Das, die Arasaka-Familie braucht keine große Vorstellung. Die Arasaka Corporation ist einer der weltweit mächtigsten Konzerne und besitzt Büros in jeder wichtigen Metropole rund um den Globus. Jahrelang saß dieser Konzern sprichwörtlich hinter dem Steuer von Wirtschaft und Gesellschaft unseres Planeten. Die Geschichte von Arasaka in Night City braucht eigentlich einen eigenen Artikel, deshalb an der Stelle nur so viel. Die Medien unserer Stadt folgen der Familie hinter dem Megakonzern auf Schritt und Tritt. Die Geschichte der Arasaka-Familie ist die eines Imperiums, einer echten Dynastie unter der Herrschaft des Patriarchen Saburo Arasaka. Gerüchte eines Rücktritts des großen Saburo und der daraus folgenden Abtretung der Konzernkontrolle sowie alle der Geheimnisse an die Tochter Hanaka und Sohn Yorinobu sind in den letzten Jahren immer wieder hochgekocht, ist nun endlich die Zeit gekommen, da sie einen Funken Wahrheit enthalten. Unsere Quellen berichten, dass sich Yorinobu Arasaka aktuell in Night City aufhält. Allerdings ist es kein Höflichkeitsbesuch. Ich habe was ganz anderes gelesen, das darf ich jetzt aber nicht erwähnen. Stellt sich die Frage, falls Yorinobu tatsächlich nach dem Thron greift, was ist mit Hanaka? Oder heißt sie Hanako? Ich glaube, Hanako heißt sie eher. Society-Experten, die der Familie schon lange folgen, sind sich einig, dass sich Hanako aufgrund ideologischer Differenzen zwischen Saburo und Yorinobu sehr wahrscheinlich als wahre Erbe des ungeheuren Vermögens und der enormen Macht der Arasaka-Familie etablieren wird. Dennoch ist nur schwer vorhersehbar, was wirklich geschieht. Die familiäre Machtdynamik kann sich innerhalb eines Augenblicks verändern. Was würde zum Beispiel passieren, wenn Hanako genau dann in Ungnade fiel, wenn Saburo gerade Yorinobu sein Ohr schenkt? Welches Szenario könnte einen derartigen Absturz provozieren? Keine Familie ist ohne Geheimnisse und die Arasakas sind sicher keine Ausnahme. Wie heißt es so schön, was einem einst wie der Himmel vorkommt, erscheint bald wie die Hölle. Japanisches Sprichwort.